Herzlich willkommen bei unserem ersten Video von der diesjährigen IFA. Wir sind gerade am Intel-Stand. Die haben zwar jetzt nichts Spezifisches vorgestellt, aber es sind langsam die ersten Produkte mit dem neuen Intel Bay Trail Prozessor verfügbar. Wir haben hier zum Beispiel das Asus MimoPad 7 mit 7 Zoll Bildschirm oder auch das Acer Iconia One B1810 mit einem 8 Zoll Bildschirm. Und wir schauen uns beide jetzt mal ein bisschen an. Das Asus MimoPad 7 macht für mich schon mal einen recht guten Eindruck. Optisch hat man sich ein bisschen an ja, so eine Handtasche oder Portemonnaie gehalten. Wahrscheinlich wissen Frauen eher, was mit dem Begriff Klatsch anzufangen. Ja, die Version in matt gefällt mir eigentlich echt gut. Gestern hatte ich nur die Glossy-Version in der Hand. Die war natürlich voller Fingerabdrücke, war gar nicht so geil. Aber ansonsten ein schön abgerundetes Design an den Kanten. Macht für mich einiges her und wirkt auf jeden Fall recht edel. Im Inneren haben wir einen Intel Quad-Core-Prozessor. Wie lang die Laufzeit ist, dazu wissen wir leider noch gar nichts. Auf jeden Fall, die Performance ist schon mal ordentlich. Es läuft gut, gebancht haben wir es auch noch nicht. Weiß gar nicht, ob wir es überhaupt dürfen. Aber alles in allem wirklich ein sehr, sehr schickes Ding. Und vor allem kostet es gerade mal 200 Euro in der WLAN-Variante. Bei LTE wissen wir es nicht. Und insofern muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr, sehr schickes Ding auf den ersten Blick. Das Acer B1810, ja, dazu gibt es auch im Internet leider noch gar nichts zu finden aktuell. Die Rückseite ist aus Kunststoff, es wirkt alles in allem ja, deutlich günstiger als bei Asus. Wir haben ja auch nur ein HD-Display, nur 1 GB RAM. Es ist also ein bisschen abgespeckt. Immerhin gibt es trotzdem die ganzen 4 Kerne von dem Intel Bay Trail Prozessor. Deswegen läuft es auch rein performance-technisch nach wie vor ziemlich gut. Ja, nur ansonsten ist es halt nicht ganz so umfangreich ausgestattet wie das Asus MimoPad. Aber alles in allem, sag mal, wer ein günstiges Tablet sucht, der könnte, ja, ich würde fast schätzen, so um die 150 Euro. Der dürfte damit eigentlich recht zufrieden werden. Das macht einen ganz guten Eindruck, wenn man, weiß nicht, seiner Mutter was schenken will, damit sie endlich mal in die Smartphone- und Tablet-Welt einsteigen kann. Dann wäre es bestimmt das Richtige. Und insofern ist es auch ganz okay.